Hallo und willkommen zurück zum Radsportmanager 2015 oder soll ich schon sagen 2017. Wir sind jetzt in der dritten Saison und wir sehen hier unten schon unser Trikot. Wir sind jetzt bei ETX Quickstep in der dritten Saison, haben Stufe 16 erreicht, was für die dritte Saison ziemlich gut ist. Das letzte Mal war ich nicht so stark. Und wir sehen, dass wir folgende Werte inzwischen haben. Am Berg haben wir jetzt schon eine 80, im Zeitfahren 77. Hügel können wir uns natürlich noch verbessern, haben wir nur eine 72. Aber damit kann man jetzt schon gut an Rundfahrten teilnehmen, auch an den größeren. Und das steht uns ja endlich auch zu. Wir haben Stufe 4 erreicht. Ermüdung war zum Ende der Saison so stark, dass ich kein Rennen mehr wirklich vorne bestreiten konnte. Das bedeutet, man ist eigentlich mehr oder weniger mitgerollt. Ich habe auch ein paar Rennen simuliert. Von daher habt ihr da eigentlich nichts verpasst. Wie gesagt, Stufe 16 haben wir dann eben noch erreicht zum Ende der Saison. Letztes Jahr müssten wir 6 Rennen gewonnen haben. Unter anderem unser erstes Pro-Tour-Rennen, die Polen-Rundfahrt, wie wir ja noch in der letzten Folge dann auch gesehen haben. Wir haben die Österreich-Rundfahrt gewonnen, was auch ein 2HC-Rennen ist, also auch gar nicht mal so schlecht, und das haben wir souverän gewonnen. Polen-Rundfahrt war sicherlich ein bisschen glücklich, weil der stärkste Fahrer waren wir nicht. Aber der Zufall hat es uns in die Hände gespielt, wir nehmen es natürlich gerne an. Zum Start der neuen Saison, was machen wir? Natürlich schauen wir über unseren Kalender, und ich habe es mir eben schon mal angeschaut, damit ich hier nicht zu viel Zeit vertrödele. Also, um erstmal die Saisonziele zu nennen, da wir jetzt ja quasi unsere erste Saison mit dem vollen Kalender spielen, wo wir alle Top-Rennen fahren können. Ich würde nicht ungern zu früh in Form kommen, aber unser erster Höhepunkt, wo wir hinspielen, ist Tirreno Adriatico. Da habe ich mir auch das Profil angeschaut, das liegt uns. Es gibt erstmal ein kurzes Auftaktzeitfahren, dann geht's flach, dann kommt eher eine hügelige Etappe und dann gibt es halt wirklich eine Bergankunft, wobei wir hier natürlich nicht die allerstärksten sein werden am Berg. Aber ich denke mal, wir haben durchaus Optionen, hier vorne zu landen. Es gibt nochmal ein 10,2 Kilometer langes Abschlusszeitfahren. Ich würde sagen, Tirreno Adriatico ist unser erster Höhepunkt. Das bedeutet, wir müssen uns dorthin auch irgendwie in Form bringen. Und da die Tour Down Under und die Vuelta Ciclista Mallorca relativ früh schon sind, würde ich die eigentlich gerne weglassen und würde die Herald Sun Tour mit ins Programm nehmen. Und eben die Tour of Oman. Das sind die zwei Rennen, die uns quasi, dann haben wir schon mal 11 Renntage in den Beinen, machen den Classic du Sud Ardèche und den Cita di Lugano noch mit dazu. Und dann sollten wir eigentlich am 11., dann machen wir Strade Bianche, kommt auch noch mit dazu. Dann sollten wir nämlich eigentlich schon in sehr, sehr guter Frühform sein für den Tirreno Adriatico. Und nach dem Tirreno Adriatico nehmen wir natürlich die gute Form noch mit und nehmen auch bei Mailand Sanremo teil, damit wir einen Klassiker fahren. Die Trois d'Or Flandern würde ich gerne weglassen. Das ist nämlich wieder ein Kopfsteinpflasterrennen und gut, das ist nicht wirklich unser Terrain. Das würde ich dann hier schon mal speichern. Das kostet uns schon mal 50 Punkte, aber wir haben jetzt ja 200 zur Verfügung. Ich denke mal, damit können wir leben. Wie gesagt, Santos Tour Down Under, Tour de San Luis. Das sind immer so Sachen, die fährt man häufig, weil es eben das erste große Rennen der Saison ist. Aber schaut euch das Profil an, das ist langweilig. Da rollen wir nur mit. Vuelta Ciclista a Mallorca ist halt nur ein 2.1-Rennen. Außerdem sind wir die, glaube ich, schon mal gefahren, wenn ich mich nicht täusche. Sind wir nicht gefahren, Entschuldigung. Aber ist jetzt nicht besonders interessant. Die Harold Sun Tour sind wir halt noch nicht gefahren. Da können wir uns ein bisschen warm rollen. Gibt es dann auch ein Zeitfahren zum Auftakt, wo wir, denke ich mal, gute Chancen haben, dass wir vielleicht doch sogar die Tour gewinnen. Wobei das natürlich unser erstes Rennen ist, da wird der Rhythmus nicht gut sein beim Tour auf Oman. Wie gesagt, relativ flach, aber es gibt dann auch eine Bergankunft, ein bisschen hügeliger. Das ist auch sowas, wo wir uns gut einreihen können, so ein paar Eintagesrennen, damit wir eben wirklich bei Tirreno Adriatico und Topfern sind. Mailand Sanremo nehmen wir noch mit. So, dann gehen wir April bis Ende Mai. Da bin ich halt wirklich am Überlegen, wie viel sollen wir wirklich fahren? Ich würde eigentlich die Baskenland-Rundfahrt, also Vuelta Ciclista al País Vasco, würde ich eigentlich ganz gerne weglassen. Paris-Roubaix auf jeden Fall weglassen, auch den Debrance-Peil, was irgendwie der, ich weiß gar nicht, der Pfeil von Flandern? Ich weiß es nicht, was es heißt, aber Kopfsteinpflaster geht gar nicht. Die Klassiker würde ich auch weglassen, den Giro del Trentino würde ich gerne fahren. Da haben wir nochmal 4 Tage in den Beinen Ende April. Die Tour de Romandie natürlich, das ist ganz klar. Und eben den Giro d'Italia. Das wird unsere erste große Rundfahrt. Dann haben wir nämlich hier
nach Mailand Sanremo erstmal eine kleine Lücke, wo wir uns ein bisschen ausruhen können. Da wird die Fitness auch wieder ein bisschen runtergehen. Sieht man dann Ende März. Und dann haben wir quasi hier ein bisschen Zeit, um die Fitness auch wieder hochzubringen. Nur wir wollen natürlich nicht müde zu der ersten großen Rundfahrt hingehen. So, danach sieht es halt so aus, dass Kriterium du Dauphiné ansteht, wo man eigentlich die gute Form vom Giro immer nochmal mitnimmt. Am 31.05. ist der Giro vorbei. Kriterium du Dauphiné ist, oh, Entschuldigung, ist am 8.06. Da hat man also quasi eine Woche Regeneration, die wir, denke ich mal, auch benötigen. Ich würde es trotzdem gerne mitfahren. Die Tour de Suisse könnten wir natürlich auch nehmen, wobei die nochmal später stattfindet. Wir schauen uns mal die Profile an. 24 Kilometer Teamzeit fahren, dann kommt jetzt bergig. Ja, ist noch nicht mal so toll das Profil der Dauphiné. Tour de Suisse 5,1 Auftakt. Dann wird es auch eher hügelig. Naja, ist auch nicht so der Renner. 38 Kilometer Schlusszeit fahren ist natürlich was. Aber dann lassen wir die Dauphiné. Ich mag die Dauphiné sowieso irgendwie mehr. Und danach würde ich sagen, machen wir eigentlich erstmal ein Päuschen. Weil dann ist der 15.06. Das Rennen brauchen wir nicht. Auch das hier brauchen wir nicht. Dann kommen die nationalen Meisterschaften. Da werden wir dann noch in guter Restform, würde ich mal sa sagen, sein. Tour de France dürfen wir ja nicht mitfahren. Und dann kommt eben der Rest der Saison, wo wir eigentlich, jetzt würde ich da noch gar nichts groß ändern. Wir sind jetzt hier für die Vuelta a España eingetragen, aber ich glaube fast, dass wir bis dahin schon ziemlich platt sein werden. Das können wir immer noch kurzfristig entscheiden. Wir haben jetzt ja quasi den 1. Januar. Das bedeutet, dass unser erstes Rennen die Harold Sun Tour im Februar sein wird. Dann können wir nämlich schon mal schauen. 29, 23.1., 29.1. geben wir schon mal eine 4 als Training. Ansonsten müssen wir eigentlich nichts einstellen. Wir schauen uns gerade nochmal unseren Ulle an. Sehen hier, Berg eine 80. Kann man sich hier nochmal anschauen. Wir sind jetzt, verdienen jetzt 20.000 Euro pro Monat. Haben Vertrag über 2 Jahre bei Quickstep abgeschlossen. Ja, hätten wir lieber mal ein Jahr gemacht, ist auch egal. So, das waren unsere anderen Möglichkeiten. So haben wir uns bislang entwickelt. Warum hier jetzt 2016? Ach so, weil wir Ende 2016 schon hingewechselt sind. Aber es ist ein bisschen blöd jetzt in der Auflistung. Das muss eigentlich nicht sein. So, ich würde sagen, wir simulieren mal ein bisschen vor. Und ich quatsche noch ein bisschen weiter, weil wir unten gesehen, dass jetzt Stufe 16 sich schon wieder ein bisschen verbessert hat, ein bisschen weiter nach vorne geschoben hat. Wie gesagt, Thema Saisonziele natürlich nochmal mit 80 am Berg sind wir noch kein Favorit auf einen Giro-Sieg. Also da sollte sich keiner Illusionen machen. Das wird nicht passieren. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie stark die Konkurrenz ist, wer mitfährt. Aber beim Giro wahrscheinlich vielleicht Contador kann da mitfahren. Also die Konkurrenz wird schon relativ stark sein. Aber wenn natürlich bei diesen Rundfahrten. Oh, wir haben uns verletzt. Hoffentlich nichts Schlimmes. Bitte nicht. Es ist ein Unwohlsein. Oh Gott sei Dank. Unwohlsein ist okay. Kotzen darf man. Ah, ist auch schon wieder besser. Ich habe nämlich jetzt gedacht, jetzt haben wir uns das Bein gebrochen und die Saison ist vorbei, nachdem wir so eine schöne Planung gemacht haben. Das muss ja nicht sein. Aber zum Glück haben wir uns noch nicht schwerer verletzt. Jetzt können wir nämlich mal kurz unterbrechen und können noch mal ins Training schauen. Jetzt haben wir nämlich die weitere Trainingsplanung hier. 30.01. bis 5.02. Das ist dann quasi die Woche vor der Harold Sun Tour. Da gehen wir auch mal auf 4. Und wann gehen wir richtig hoch? Wir brauchen die Form zum 11.03. brauchen wir die gute Form. Bedeutet, dass wir dann eigentlich erst nochmal ein bisschen ruhiger angehen lassen können. Aber damit wir wenigstens in relativ guter Form eben zur Harold Sun Tour schon mal kommen. Einfach nur, um ein bisschen Rhythmus zu bekommen. Da müssen wir noch nicht in Topform sein, aber ich habe die Fitness jetzt trotzdem mal auf 4 hochgestellt. Man sieht, wie schnell das hier lädt. Gerade am Anfang der Saison, wo noch wenig Rennen stattfinden, da geht es relativ fix. So eine Saison zu beenden, wo dann hinten raus noch so viele Rennen parallel stattfinden, ist manchmal ein bisschen ätzend. Muss man ganz ernsthaft oder ganz ehrlich sagen. Das nervt ein bisschen. Das kostet circa eine halbe Stunde, um die Saison zu beenden. Und man sitzt hier und schaut sich eigentlich nur an, wie dauernd, zack, Simulating irgendwas, Simulating irgendwas. Ist ein bisschen anstrengend, aber was soll's? Das Spiel macht Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Freude dran. Und jetzt beginnt auch schon unsere Harold Sun Tour, wo wir teilnehmen werden. Es gibt erstmal ein 7,9 Kilometer langes Zeitfahren.
Da das jetzt unser Saisonauftakt im neuen Team ist und wir endlich mal unser deutsches Nationaltrikot tragen möchten, würde ich es jetzt sogar schon mal fahren. Unsere Fitness ist sogar schon auf gut, der Rhythmus natürlich schlecht. Deswegen fahren wir das Rennen jetzt einfach mal aus Spaß an der Freude, um quasi so in die Saison reinzurollen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das Rennen gewinnen, aber wir schauen es uns einfach mal an, wer auch jetzt überhaupt am Start ist. Schauen wir mal. Simon Yates ist am Start für Team Sky. Auch neu dahin gewechselt. Wen haben wir denn noch so, der uns irgendwie gefährlich werden könnte? Feline ist bei Lampre dabei. Aber ansonsten sieht es eigentlich jetzt so nicht so zeitfahraffin aus. Wir schauen es einfach mal an. So. Wir sehen, dass wir nicht. Wir waren schon gewöhnt, dass wir als letztes immer kamen in Zeitfahren. Dem ist ab jetzt nicht mehr so. Da müssen wir uns erstmal wieder dran gewöhnen. Weil jetzt sind wir natürlich kein Teamkapitän mehr. So, wir lassen das mal auf 8 laufen. Mal schauen. Also, wir haben Van Asbroek. Asbroek haben wir im Team. Welles. Ich kenne die Fahrer zum eigentlich gar nicht. Das hier, Valais, ist ein Belgier. Das klang jetzt irgendwie so ähnlich. Asbroek wird auch ein Belgier sein. Das Zeitfahren ist nicht sehr lange. 11 Minuten 30, aber trotzdem gibt es hier große Abstände. Dylan van Baarle führt. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt können wir sogar hier kurz mitfahren mit Hubel. Von Asbroek können wir leider nicht mitfahren. Hubel ist jetzt der Letzte, mit dem wir erstmal mitfahren können. Lustigerweise. Das System hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. So, man sieht, es geht immer so ein bisschen leicht rauf und runter. Jetzt hat er noch mal ein bisschen schneller, was heißt ein bisschen schneller auf die schnellste Variante. Also es ist nicht immer so leicht einzuschätzen dann, welche Geschwindigkeit man im Schnitt fährt. Und ich bin keiner, der das da permanent anpasst, weil ich da immer das Gefühl habe, dadurch verliert man ja. Und jetzt sehen wir endlich mal unser deutsches Zeitfahrmeistertrikot. Auch mal schön. Mal schauen, was der blaue Balken macht. Im Gegensatz zum grünen. Ich glaube, wir können höher gehen. 75. Das geht ja auch noch immer mal wieder bergab. 1 Kilometer bis zur ersten Zwischenzeit. Wir haben inzwischen, wie gesagt, einen Zeitfahrwert von 77. So, wenn es jetzt bergab geht, mal schauen, hoffentlich reguliert sich das wieder. Bei der ersten Zwischenzeit sind wir vorne. 2 Sekunden Bestzeit, aber man darf es natürlich nicht überschätzen. So, jetzt ist der Balken hier. Jetzt haben wir ordentlich blaue Strecke gut gemacht. Wir sehen da hinten schon die Zielgerade. So, aber hier geht es jetzt nochmal lang bergauf. Also, was heißt lang bergauf? Es ist ja eher hügelig. Mal schauen, ob wir mit der 75 hinkommen. Ich glaube, ich muss ein bisschen runtergehen. So, jetzt bewegen wir uns ungefähr auf Niveau. Es geht ja auch nochmal leicht bergab. Ins Ziel 73 und jetzt rollen wir und haben wir die Bestzeit? Perfekt, 3 Sekunden. 3 Sekunden haben wir die Bestzeit geschlagen. Jetzt kam Cameron Meyer, der auch direkt hinter uns gefahren ist. Kann der uns schlagen im Ziel? Nee, hat 3 Sekunden Rückstand. So, und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu beobachten. Wir können uns unsere Teamkollegen mal anschauen. Deswegen ist das immer ein bisschen schade, dass man hier nicht so mit den einzelnen Fahrern mitfahren kann. So, ich hoffe, wir sind im Ziel auch noch vorne. Da ist jetzt Stenui. So, das ist natürlich jetzt blöd, weil wir dann einfach im Ziel schon erfahren, ob einer besser war oder nicht. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass wir das Zeitfahren jetzt hier unbedingt gewinnen. Aber so herausragend besetzt scheint die Rundfahrt auch nicht zu sein. Vielleicht können wir tatsächlich im ersten Rennen gleich den ersten Sieg einfahren. Mal gespannt. Fällt mir auch gerade nichts mehr ein. Es waren hier alle Jungs durch, sind gerade zu viel Informationen, es geht auch ein bisschen schnell. So, mal schauen, wie viele Fahrer stehen denn jetzt überhaupt noch? Das sind ja bestimmt noch einige. Bei der ersten Zwischenzeit sind wir immer noch vorne. Michael Hepburn. Ah, der ist aber schon im Ziel mit 6 Sekunden Rückstand.
Wen haben wir noch? Eigentlich keiner, der uns da jetzt erstmal gefährlicher werden könnte. Dann lassen wir die Jungs einfach mal durchfahren und hoffen, dass sich hier oben nichts mehr verändert. Hätte beinahe die beste Zwischenzeit geschafft, stand da gerade. Aber nur beinahe. So, wir führen immer noch. Spannung. Oh Gott, bitte, lasst nichts mehr ändern da oben. Auf. Beinahe die beste Zwischenzeit geschafft, stand da oben gerade wieder. Aujajaj, da war einer dicht dran. Matthias Brandler aus Österreich. Oh, wir haben Taylor Finney, haben wir ja selbst im Team. Oh Gott, da habe ich ganz vergessen. Den müssen wir natürlich im Auge behalten. Mal schauen, wann Taylor Finney losfährt. So, jetzt fährt er los. Wir beobachten ihn mal ein bisschen. Wir können leider nicht zu ihm hingehen. Das ist wirklich ärgerlich. Schauen mal, gibt es noch hier was? Bei der Zwischenzeit hat sich jetzt erstmal nichts groß geändert. Da war Matthias Brandle sogar zeitgleich mit uns. So, Taylor Finney ist unterwegs. Und wir schauen, der hat natürlich einen Zeitverwert von 80. Wenn der es nicht schafft, wer dann? Jesper Stuyven hat es jetzt noch. Ja, hat 5 Sekunden Rückstand als Elfter nur. Also es war die erste. Feline ist zeitgleich mit uns. Oh je. Feline ist Teamkapitän, den können wir uns doch hier holen. 1,4 Kilometer hat er noch. Jetzt wird es nochmal eng. Aber der hat einen Zeitverwert von 72. Ich hoffe mal, dass der sich komplett überfahren hat. Da kommt er ums Eck. Sieht das noch gut aus? Ich weiß es nicht. Zeitgleich. Eieiei. Aber Taylor Finney wird uns, glaube ich. Warum fährt er denn nicht voll? Der ist doch gar nicht voll gefahren. Der hat doch Energie noch gehabt. Insgesamt 5 Sekunden Rückstand auf uns. So, können wir jetzt noch fahren? Das war's. Erstes Rennen, erster Sieg. Sogar eine Sekunde wird uns hier gut beschrieben vor Feline. Jo. So kann die Saison beginnen. Habe ich schon deutlich schlechtere Starts erlebt. Und damit tragen wir erstmal alle Trikots. Sehr schön. Punktewertung haben wir. Ein bisschen mehr Fahrer sind wir auch noch. Sind ja jetzt 21 Jahre alt geworden. Und die Teamwertung haben wir auch gewonnen. So kann die Saison losgehen. Besser geht's ja gar nicht. Direkt mit einem Zeitversieg. Damit hätte ich nicht gerechnet, weil unsere Form war nicht besonders gut. Aber warum jetzt Taylor Finney wirklich noch so viel Energie übrig hatte, das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Beim Zeitfahrwert von 80 hätte er uns eigentlich schlagen müssen auf so einer flachen Ebene und so kurzem Zeitfahren. Ich weiß nicht, was haben wir. Im Prolog haben wir halt nur eine 74 eigentlich. Und Taylor Finney hat im Prolog eine 79, also eher merkwürdig. Aber wir haben direkt mal Gelb bei der Herald Sun Tour und bekommen jetzt erste Platzierung oder, naja, das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Also vielleicht für die Saison ist es das erste Mal, aber nicht in der Karriere. Naja, egal, das nehmen wir mal so hin. Wir kriegen ja extra Punkte hierfür, ist ja auch schön. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder bei der Herald Sun Tour, wo wir jetzt direkt um den Sieg fahren. Wir schauen uns gerade nochmal schnell das Profil an. Es wird in der zweiten Etappe ein bisschen hügeliger und in der fünften Etappe. Dann schauen wir doch, dass wir uns die Herald Sun Tour vielleicht direkt holen. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge dabei seid, in der Saison 2017 des Radsportmanagers. Bis dann.